Hi, ich bin Lukas, Mitgründer und Geschäftsführer von der Firma Sablono und der Titel ist ein digitales Gemba für alle Produktionsstätten im Bauprojekt. Was ich damit meine, wird hoffentlich in dem Vortrag dann klar. Manche von euch kennen mich wahrscheinlich oder kennen Sablono. Sablono ist 2013 gestartet mit dem Ziel, Bauprojekte transparent zu machen, voll transparent. Wir haben uns über die Zeit dahin entwickelt zu sagen, wir betrachten Bauprojekte nicht nur an einem Ort, sondern an allen Orten der Wertschöpfung im selben Projekt. Und das bedeutet eine sehr hohe Komplexität. Wo kommen wir her? 2014 haben wir mal so angefangen. Das habe ich noch zusammengekramt. Das war unsere erste mobile Applikation damals, Sablono OnSite. Wir sehen uns selber so ein bisschen als Pioniere im Bereich Baufortschrittsdokumentation. Zum damaligen Zeitpunkt ging es eigentlich eher um Mängel in der Industrie und weit weniger um Prozesse. Bei uns ging es schon immer um Prozesse und den Baufortschritt. Und wie können wir diesen Baufortschritt transparent machen für alle Beteiligten, um daraus ein besseres Management zu ermöglichen? Von diesen kleinen und teilweise holprigen Anfängen haben wir es über die Jahre geschafft, knapp 100 Großprojekte auf der Plattform abzuwickeln und sind immer kontinuierlich mit unseren Kunden, international wie auch lokal, weitergegangen und haben diese Plattform weiterentwickelt als Sablono-Plattform. Mittlerweile gibt es ganz unterschiedliche Projekttypen. Gestartet im Hochbau, sehr stark fokussiert auf Innenausbau, Wohnungsbau, dann weiter natürlich auch in kommerzielle Gebäude, Hotels etc. Seit einem Jahr arbeiten wir mit dem System im Bereich Solarprojekte und selbst denkmalgestützte Sanierung und Bauen im Bestand funktionieren auf so einer Plattform funktionieren, wenn man sich über den Prozess vorher Gedanken macht. Das ist das, was hinter uns steht. Und eine Sache, die ist uns immer wieder aufgefallen in den Projekten und ist mir auch heute hier ein bisschen aufgefallen. Ich finde es total schön zu sehen, dass wir uns über Digitalisierung der Bauausführung auf der Baustelle unterhalten und dass das so ein großes Thema mittlerweile geworden ist. Gleichzeitig gibt es diesen einen Ort der Wertschöpfung ja so gar nicht in einem Projekt, sondern wir haben das Thema Industrialisierung, wir haben das Thema Vorfertigung, wir haben sehr, sehr, sehr viel der Wertschöpfung gar nicht auf dem Projekt, gar nicht auf der Baustelle inhärent passierend. Was meine ich damit? Wir haben zum Beispiel vorgefertigte Badezimmer, wir haben vorgefertigte Fassadenelemente oder vorgefertigte Betonstützen oder vorgefertigte AC, wie heißen die, Klimaanlagen etc. All diese Elemente sind irgendwie Produktbestandteile, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der Baustelle da sein müssen, um dann eingebaut zu werden in den Gesamtfluss und den Gesamtfluss des Bauprojektes zu ermöglichen. Diese ganzen Bestandteile, die durchlaufen Prozesse. Das ist für uns immer so eine typische Visualisierung von einem Prozess. Ich habe also irgendwie farbige Schritte, das bedeutet, ein bestimmtes Gewerk muss etwas machen und dazwischen gibt es Abhängigkeiten zwischen diesen Gewerken. Und diese Elemente, die ich da gerade gezeigt habe und natürlich noch viele andere Elemente, die durchlaufen diese Prozesse für sich und ganz oft finden wir sie aber nicht im Terminplan. Die werden dann nicht in den Terminplan mit integriert. Ich weiß nicht genau, wann welches Badezimmer an welchem Ort sein muss, wann es produziert sein muss. Ich weiß nicht, welches Fassadenelement wann eingebaut wird. Ich weiß nicht, ob es der Qualität entspricht. Ganz oft arbeiten wir an der Stelle wieder in unseren eigenen Silos, auch selbst wenn digitale Tools zur Baufortschrittskontrolle auf der Baustelle eingesetzt wurden. Kommen wir immer wieder in dieses Thema Silo-Denken und Detailfragen. Und das treibt uns an, denn wir denken, die Zukunft des Bauens braucht ein System, was es ermöglicht, all diese Bestandteile, nicht nur einen Teilbereich, all diese Bestandteile miteinander zu verknüpfen in einem digitalen Modell, was dann den Gesamtbauprozess abbildet. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann kommen wir relativ schnell in Regionen von 100.000, 150.000, 200.000 Prozessschritten, die zu planen und vor allen Dingen auch nachzuverfolgen sind. Und natürlich wird das Thema, wie schaffe ich da eigentlich Transparenz, immer komplexer. Mein Vorredner hat davon gesprochen, dass es ja auch immer um Zeit, Qualität und Kosten geht. Genau. Auch in diesem Prozess geht es dann darum, bin ich im Zeitplan, habe ich die Qualität erreicht von dem Badezimmer beispielsweise, von dem Fassadenelement und was bedeutet das eigentlich für mein Gesamtbudget? All diese Daten können
an dem Prozess angeheftet, gesammelt werden und dann transparent gemacht werden. Und das machen wir in der Sablono-Plattform. Die Sablono-Plattform ist besonders skalierbar. Sie hat Projekte mit mehr als 260.000 Prozessschritten abgewickelt über die verschiedensten Bereiche, angefangen von Pfahlgründung über die Struktur, Fassaden, Badezimmer etc., Innenausbau und so weiter und so weiter, sodass ich relativ schnell in relativ großes Detail komme. Und wie gesagt, diese Schwierigkeit der Transparenz, wie mache ich das dann transparent? Unsere Kunden arbeiten also mit diesem System beispielsweise im Innenausbau, 50.000 Prozessschritte. Wie mache ich das transparent? Indem ich schematische Visualisierung mir beispielsweise überlege. All diese Kästchen, die ich hier sehe, sind Apartments oder Hotels. All die Farben repräsentieren bestimmte Stati in Prozessschritten. Wie mache ich das transparent? Ich kann zum Beispiel Bauteile nachverfolgen. Ich kann anfangen, einfach QR-Codes über drauf zu kleben oder mittlerweile Sensoren, digitale Sensoren und die Informationen direkt reinfüttern. Am Ende wird der Baufortschritt zu kontrollieren auf einem bestimmten Paket nicht schwerer als irgendwie ein tatsächliches Paket, was mir von Amazon geliefert wird, nachzuverfolgen. Und ich kann das vor allen Dingen direkt integrieren mit den Themen Qualität und somit sicherstellen, dass ich beim ersten Mal richtig bin und nicht einfach durchlaufe und den Fortschritt irgendwie so laufen lasse, sondern immer zwischendurch auch Qualitätsprozessprüfung mit reinbringen kann. Natürlich kann ich das genauso für die Badezimmer machen und ich kann dann Daten erheben und auswerten und sofort verstehen, wo stehe ich eigentlich in der Produktion? Produziert mein Nachunternehmer die richtigen Teile? Vielleicht ist das in Spanien und meine Baustelle ist in Berlin. Normalerweise würde ich hinfliegen, wenn ich ein sauberes digitales System habe, was all diese Beteiligten zusammenbringt, muss ich das nicht machen. Ich kann sogar so vertraglich verankern, dass danach bezahlt wird. Was bringt uns das am Ende? Am Ende ist immer die Frage, was bringt uns das? Wir sehen, und so sind wir gestartet, wir haben unglaublich viel Verschwendung schon alleine in der Dokumentation. Wir sprechen alle immer von Dokumentation. Wie viel Zeitaufwand ist das eigentlich in der Dokumentation von Baufortschritt, von Qualität, von Kosten? Haben wir normalerweise verschiedene Beteiligte, die alle das Gleiche machen und nicht auf ein gemeinsames Modell, Datenmodell zurückgreifen. Wenn wir das implementieren, was wir in Sablono machen können, dann resultieren daraus Prozessverbesserungen für alle Beteiligten. Nicht nur für den Hauptunternehmer, den Main Contractor, wie das Generalunternehmer, sondern auch für alle Nachunternehmer. Das ist immer so ein relevantes Thema. Machen die Nachunternehmer am Ende mit? Ja, machen sie, weil sie selber Zeit dabei sparen können. Es ist einfach nur eine Frage, schaffe ich es, alle in so einem diversen Projektteam zusammenzubringen und um so ein digitales System herumzubringen. Und natürlich bedeutet es auch Transformation. Und mein Vorredner hat gesagt, einfach nur ein digitales System einzubetten ohne Transformation oder ohne ein gemeinsames Projektziel wird schwierig. Keine Frage, wird schwierig. Die Zukunft braucht aber ein digitales System, was das kann. Und daraus erzeugen sich dann Daten, und zwar unglaublich hoch aufgelöste Daten. Wenn ich von 260.000 Prozessschritten spreche, dann bedeutet das, dass ich 260.000 Mal weiß, wann etwas angefangen hat und wann etwas aufgehört hat. Und wenn ich das dann auch noch typisieren kann, zum Beispiel 7.000 Fassadenpaneele immer nach demselben Prozessschritt, dann habe ich für 7.000 Paneele tatsächlich echte Daten in einem Projekt. Und das kann ich dann auch über alle Projekte auswerten. Und ich verstehe ganz genau, an welchem Bestandteil hakt es denn eigentlich in meinen Projekten. Und diese Datengranularität, die kriege ich normalerweise nicht. Dann mache ich die transparent. Wie gesagt, das ist dann am Ende die Schwierigkeit. Wenn wir 250.000 Aktivitäten haben, wie kriege ich das noch transparent? Einfach ist immer zu sagen, musst du halt in Dashboards bringen. Dashboards verstehen aber häufig eher die Leitungsfunktion und weniger häufig die Menschen, die tatsächlich auf der Baustelle arbeiten. Die liegen uns aber ganz besonders am Herzen. Und daher haben wir uns auch sehr früh damit auseinandergesetzt, wie kann ich es denn schaffen, dass die einen schnellen und einfachen Überblick haben, nicht irgendwie groß 3D-Modell oder sonst was, sondern einfach nur sagen, wie kann ich möglichst einfach verstehen, was ist der aktuelle Stand. Was wir hier sehen, ist eine sehr typische Visualisierung für den Innenausbau im Wohnungsbau. Einfach nur Kästchen, die die Wohneinheiten repräsentieren und ich kann dann ins Detail reingehen, mir angucken, wie ist der Stand der Arbeiten, aber auch, wie sind die Qualitäten, wurden alle Arbeiten vernünftig abgenommen, wurden die Qualitätsprozesse durchgeführt, Bebilderung, Fotos etc. sehe ich natürlich mit dabei.
alles in einem vollständigen, nachverfolgbaren Informationstrail, wo keine Fragen offen bleiben. Ich kann das noch viel schöner visualisieren, wenn ich ein Gebäudemodell habe. Das hier ist ein sehr typisches Beispiel, wo wir ein Gebäudemodell 3D verwenden können, um die verschiedenen Elemente mit Prozessen zu behaften und dann das Tracking zu starten. Das ist wirklich kein Aufwand, das ist ein Aufwand vielleicht von einem halben Tag, um so ein Tracking-Modell aufgesetzt zu haben und dann tracken sämtliche Nachunternehmer kollaborativ den Baufortschritt, indem sie scannen an einem dieser Elemente und abhaken, das wurde jetzt verschickt, das wurde jetzt eingebaut, das wurde abgenommen und ich kann sofort hier in Echtzeit sehen und visualisiert haben, was ist der aktuelle Stand, welche wurden produziert, welche sind eingebaut, wo fallen wir hinten ran. Und natürlich komme ich dann auch immer wieder in die Frage hinein, was mache ich denn dann, wenn ich Echtzeitinformationen habe? Und klar, auch wir ermöglichen, in einem hohen Detail dann zu arbeiten und zu sagen, wir müssen das anpassen, Last Planner-mäßig anpassen, aber auch vernetzt anpassen, je nachdem, wie es gewünscht ist. Und auch hier kann ich wieder sämtliche Details mir anschauen. Diese Datenfülle auszuwerten, die bringt dann im Großbauunternehmen extrem viel. Wir können nämlich anfangen, Auswertungen über Projekttypen hinweg zu erzeugen. Wir können verstehen, in welcher Region sind denn meine Wohnbauprojekte besonders zügig, welche Nachunternehmer arbeiten besonders gut, wenn ich aus der Generalunternehmersicht darauf schaue, wo habe ich die höchste Ablehnungsrate von Aufgaben beispielsweise, wie performen meine eigenen Menschen, wie schnell sind sie eigentlich, den Bautenstand auch nachzukontrollieren, sofern es Abnahmeprozesse gibt. Ich kann mir Qualität über alle Projekte hinweg anschauen in Portfolioansichten. Und ich kann am Ende natürlich auch ein Scoring einführen, wenn ich möchte, aber auch aus Gewerkesicht sagen, naja, ich bin besonders gut, meine Qualität ist immer besonders groß. Das ist jetzt ein großer Rundumschlag gewesen. Vielen Dank für das Zuhören. Wir stehen noch hier den ganzen Tag oder den ganzen Abend und freuen uns auf einen Austausch. Wir sehen, dass die Bauindustrie so ein digitales Backbone braucht, um diese Industrialisierung auch hinzubekommen, auf die wir alle hoffen. Vielen Dank.